Was war denn das für ein Glockenklingeln? Also wenn du das mit dem Pfeil hinmacht. Achso. 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 Achso, achso, natürlich, ja klar. Mhm. Verstehe ich nicht. Richtig, ich würde das aber ganz gerne wieder aufnehmen. Dann würde ich jetzt einmal... Das war Richard, oder? Ich würde das gerne mal aufnehmen. User ist weg! Und gutes Intro. Ja, also wenn du aufnimmst, dann gehe ich auch aus dem Chess raus. Da habe ich jetzt echt keine Bock für. Vielleicht sollen wir dann noch mehr Störgeräusche machen. Ich habe hier noch Papier für. Nein, ihr könntet bitte einmal leise sein. Das wäre ganz super. Warte, ich habe Wasserflaschen. Ich bin gut im Singen. Ich kann nicht Tisch alle machen. Spacken, ey. Warte, ich hab Wasser. Alter, zock ich nicht, oder was? Du sollst dir jetzt nicht Wasser lassen. Wer wischt das jetzt wieder auf? Können wir das dann jetzt machen? Ich möchte noch. Ja, bitte. Ich auch. Ich möchte noch Hitler erschießen, bevor es zu spät ist. Ja, ich möchte noch kurz gewinnen, aber als Liberaler, bitte. Ja, gut. Also müssen wir erstmal 5 Runden spielen. Das kann ich schon mal wieder libertar. Was soll denn das jetzt sein? Dass du Hitler bist. Ich bin nicht Hitler, das ist Lüge. Das steht aber vor dir. Es muss das ist voll krass Lüge. Ja, wollen wir dann mal. Ja, bitte. Hitler hat ein Glas. Shit. Oh, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge Secret Hitler mit dem Chris. Hallo. Hi. Dem Subso. Hi. Dem Ben. Hi. Dem Michael. Je. Dem Konsti. Hallo. Und dem Markus. Und mir. Ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Wir sind mal wieder genug Leute. Und ich war mal wieder so klug zu vergessen zu sagen, wenn ihr nicht wissen wollt, wer was ist, dann schaut jetzt einmal kurz weg. Und jetzt könnt ihr wieder gucken, denn es stand eben kurz, wer was ist, für die das wissen wollen, so, ne? Und ja, es geht weiter. Wer möchte denn den Würfel betätigen? Ich. Okay, dann tu es. Werde ich jetzt berühmt werden? Wow, wann das ja. Jetzt? Also, okay, seh ich nicht ein. Bleib liegen. Okay, Rot fängt an. Ich. Fängt an. Ja. Glückwunsch, Präsident Rot. Rot steht für liberal, oder? Ja. Nee. Ja, nicht. Ich nehm den neuen. Alter, ich komm nicht drauf klar. Ich war schon mal hier, so neu bin ich auch wieder nicht. Ja, der bewegt sich so schnell. Ich war schon mal dabei. Wir müssen wählen nochmal. Okay, dann, ich glaube, ich will den nicht. Ich mach mal einen Nein. Achso, ja, ich bin auch voll dagegen. Es lägt halt einfach nicht. Ja, das habe ich gerade voll fertig gemacht, da habe ich das Kanzlerschild erstmal zu seinem Feld reingezogen, weil ich erwartet habe, das kommt eh nicht daher in den nächsten 10 Sekunden. Alles klar, gut, Chris, was soll denn das jetzt? Ja? Also, gegen das System. 3, ja, also. Denke. 3 Policies, Moment, ja. Sind die überhaupt gemischt? Ja, doch, ich habe die gemischt, glaube ich. Ja, die habe ich gemischt. Okay, super. Ich habe gerade so stark. Aber woher wissen wir, dass du richtig gemischt hast? Ja, ich hab ja vorher auch schon mal gemischt. Weil ich, als ich sie gemischt habe, noch nicht meine Rolle hatte, ja? Damit kann ich garantieren, dass sie gut gemischt sind. Wie kann ich garantieren, dass du jetzt das Richtige legst für das Volk? Das ist natürlich sehr einfach. Ich muss mir ja kurz das durchlesen, das ist ein sehr, sehr wichtige Anträge. Der hat schon mal die Wahl. Nee, ich muss ja erstmal, das sind ja zwei verschiedene, muss man ja erstmal für das Volk, was es gibt. Ja, sag ich doch, du hast die Wahl. Die Grünen und die Grüneren, lieber rein. Ja. Ich muss sagen, dass ich ihm die Wahl gelassen habe, was er davon denkt. Ist hat man fast nicht gesehen, du. Nee, ich glaube, du hast ihm eine blaue gegeben. Nein, ich habe aber eine blaue weggelegt. Das ist vielleicht wichtig für euch. Okay. Ja, stimmt, das ist sogar tatsächlich wichtig. Gut, dann freut es mich, dass ich jetzt euer Kanzler gute Arbeit geleistet habe, mehr Freiheit. Ja. Ich habe jetzt das Frauen Auto fahren dürfen, habe ich jetzt legalisiert. Ich habe Ganesha gehört, das bin ich. Hey, ich würde sagen, nimm mich. Ja, auf meinen Vorschlag, ohne mich jetzt überhaupt. Es ist doch immer in den ganzen Secret Hitler Runden so gewesen, entweder sind beste Freunde oder Erzfeinde. Ja, auf jeden Fall. Es gab nie was dazwischen. Guck mir doch mal, was wir jetzt. Aber ich warne dich. Ne? Du hast mich schon mal als Hitler in die Scheiße geritten. Jetzt reit mich nicht als Hitler, als Liberale auch noch mal in die Scheiße, ich weiß ja nicht. Nee. Damals war ich ja Hitler, da habe ich. Ach so, jetzt bist du natürlich nicht Hitler, nein. Nee, du bist. Würdest ja doch niemals sein. Verstehe.
Wieso kann das nicht sein? Weiß nicht. Könnte schon sein. Das war ironisch gemeint. Michael war halt so selten Hitler, weißt du, ist das voll unwahrscheinlich. Bestimmt sogar wirklich. Ich glaube, ich war in der in allen diesen Folgen nur ein oder zweimal Hitler. Ja, wart's ab, bis ich endlich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja. Ja, und als du Hitler warst, hast du mir in die Scheiße geritten, als ich den Faschokollegen war. Und jetzt hast du mir zwei Rote gegeben. Ja, genau, ja. Ich muss dazu sagen, es ist nicht Ganesha schuld, aber meine auch nicht. Ich wollte Ganesha gerade schön safe proofen lassen. Was mach ich? Zieh erstmal drei Rote. Ja, natürlich. Es sind mehr Blaue drin als Rote. Es sind schon zwei Blaue weg, ne? Das müsst ihr euch merken. Nee, ich weiß gar nicht. Es ist auf jeden Fall machbar. Es sind 18 Karten drin, 6 davon sind blau und die restlichen 12 sind rot. Und ich habe halt gerade wirklich dieses unfassbare Pech gehabt, 3 rote zu ziehen. Was aber bedeutet, dass jetzt safe eine blau dabei sein sollte. Ja. Also ich hätte jetzt nicht den braunen gewählt, aber ich bin auch in die Nähe gekannt. Fuck, das heißt, ich muss den Test nochmal wiederholen, um zu gucken, ob Ganesha safe ist. Ja, warte mal direkt die ganze Runde. Ja, weh, du drückst mir wieder eine rote rein. Also ich bin ja relativ safe, das muss man ja sagen. Achso. Darum weh. Nein. Naja, er hat die ganze Zeit nichts gesagt. Das ist sehr verschwörend. Das ist aber normal. Ich vertraue dem nicht. Am Ende, wenn ihr erschossen im Graben liegt, werde ich sagen, ha, ich hab's euch ja gesagt. Und wirst du auch erschossen. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn du erschossen im Graben liegst? Ja, vielleicht ist er derjenige, der schießt. Das kommt auf die Perspektive an, wa? Ja, ne? Aber vielleicht, also ich jetzt gerade muss ja sagen, ich würde Faschisten erschießen. Also ich habe ja das einzige liberale Gesetz hier durchgebracht, also. Ja, ich konnte ja nicht. Ja, bitte. Anders. Der tut immer so, der redet mich voll raus, ja, dass ich so scheiße bin. Ja, ich war auch ehrlich, Mann. Ja, Kollege, das finde ich ja gut. Dann entschuldige ich mich natürlich. Dass ich wohl die Hasskampagne weggelegt. Was? Das können wir die anderen gemeinsam. Ich möchte nichts sagen, aber er hat von mir zwei Blaue gekriegt. Also, er hat nichts gesagt. Ja, okay, also, es ist sehr wahrscheinlich, dass Michael die Wahrheit gesagt hat mit den drei Roten. Was hast du denn weggelegt? Wisst ihr, ich würde ja ganz gerne hier, Michael. Fuck, kannst du mit. Ich würde ihn ja gerne bald prüfen. Unterleg nicht alles. Hashtag unterleg nicht alles. Halte ich für eine gute Entscheidung. Weil, das ist ja wirklich einer meiner Lache-Kandidaten gerade. Das war halt wirklich Unglück. Alles klar. Okay, sehr schön, einstimmig beschlossen. Das sind die Blauen, wa? Ja, die Blauen musst du nehmen. Eins. Ja, zieh bitte die Blauen. Die Blauen sind die wir brauchen. Ja, auf dem blauen Stapel halt. Ja, die Blauen sind auf die wir brauchen. Okay, perfekt. Zack, zack. Hier, sie haben zwei Gesetzesvorschläge. Ja, sehr lange ausgearbeitet. Bitte enttäuscht mich nicht. Sie der Präsident hat 8 Jahre dafür gearbeitet. Ich mach den einem Tag kaputt. Also, ich weiß ja nicht, was mit Subsu drauf ist. Entschuldigung! Meint, okay, das ist laut. Okay. Ich hatte ihm die Wahl gelassen, Ja, hat er. Alles klar, Michael ist für mich liberal. Puben. Ja. Oh, cool. Das ging ja leicht. Ja. Also, wir sind auf einem guten Weg. Ich würde ja sagen, die Faschisten haben absolut gar keine Chance gerade. Würde ich auch sagen. Aber ich verdächtige halt weiterhin Rot. Also, was ist eigentlich? Rot und Pink, aber die hat noch nichts gemacht. Rot und was? Jetzt ist die Chance. Alle, die noch nichts gemacht haben. Wow. Ich war schon sehr aktiv. Ben, ich habe zwei Karten genommen und eine hingelegt. Ah. Einer auf einen anderen Stapel gelegt. Ich bin super aktiv hier. Jetzt wieder in die Scheiße geritten, Burschen. Ja, meinst du? Ja. Okay. Also ich finde Rot eine sehr schöne Farbe. Ganesha, mal kurz eine Frage zum Spiel. Jetzt liegen hier noch zwei Karten. Muss man jetzt schon mischen? Nein. Wir haben es immer so gemacht, dass wir die zwei draufgetan haben und untergemischt haben. Ja, genau. Aber ich habe letztens. Nein, gehört, wir haben es so gemacht, dass wir die zwei ziehen, dann mischen. Ja, genau, die zwei ziehen und dann gemischt wird. Aber ich habe letztens gehört, man sollte schon mischen, wenn zwei dort liegen, weil es das Kartenzählen schwerer macht. Ja, eben. Halte ich auch für sinnvoll. Ich glaube, so haben wir es auch immer gemacht, oder nicht? Nee, wir hatten immer die zwei Karten ziehen lassen, dann gemischt und dann wurde die dritte von neun Stapeln. Also als ich das letzte Mal dabei war, haben wir das bei zwei Karten einfach untermischen geklöffelt. Ja, okay, dann halte ich auch für sinnvoll. Dann machen wir das so, okay? Genau, dann mischen wir. Ah ja, Leute, müssen wir jetzt hören, wie hier was diskutiert haben, wird hier ein faschistisches Gesetz durchgebracht von Grün.
Und ja, pink. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ihm zwei rote gegeben, weil ich drei rote gehoben habe. Okay, jetzt ist natürlich wiederum die Frage. Also jetzt kann ich ihn nicht trauen, er wollte gerade das Mission anders machen, ja? Extra hat er uns das Mission anders, damit wir nicht mitzählen können, und jetzt kommt sowas. Ja. Also, hey, Chris hat doch nichts mit Mission zu tun. Ich hab jetzt meinen Verdacht auf grün und pink. Ich glaube, das könnten beide Hitler sein. Ja, ja, ich glaube auch, beide Hitler. Pink passt als Farbe für Hitler. Also ich finde. Also das Problem ist halt, dass es immer noch wahrscheinlich sein kann. Also weißt du, dass du mir und aber den Genossen Michael kannst du vertrauen. Bevor TKW ihn wählt. Ja, ich finde Michael. Nein, TKW! Was? Ja, also wenn anschauen. Mit der ehemalige. Ach, wenn anschauen. Stimmt, Chris, du darfst jetzt von jemandem dir die Party Membership-Card nehmen. Der vermutliche Faschist. Vertraut. Bitte sag uns, wer da liberal ist. Du darfst dir jemanden aussuchen. Ja, aber er ist der am meisten liberal ist jetzt entschieden. Wen nimmst du? Also ich würde also ich bin mir ziemlich sicher, dass er liberal ist. Ich würde versuchen, ja, noch irgendwo reinzuschießen und einen Faschisten zu holen. Grün oder rot würde ich. Wieso rot, Alter? Echt mal, das ist doch voll dumm. Dich kennen wir ja noch gar nicht. Also du hast ja noch nicht viel gemacht. Ich hab dir die blaue und rote gegeben und du hast die blaue gelegt, alles perfekt. Ist ja kein Problem, ich weiß ja, was ich bin. Das heißt, du kennst mich nicht. Was ist er? Wer hast du denn überhaupt? Also ist mich ja jetzt liberal. Darf ich das einfach so mitteilen? Du darfst auch einfach gar nichts sagen. Darf, wenn du willst. Na, ich will jetzt nicht sagen, aber so liberal kommt er mir jetzt doch nicht mehr vor, ne? Okay. Kleine alles klar. Okay. Ja, ist jetzt pretty obvious, Pink ist offensichtlich Faschist. Das kann jetzt eigentlich... Das war jetzt echt schlecht von dem gespielt. Echt noch Faschist. Es kann halt entweder... Also ich würde ganz gern jetzt Michael nochmal nehmen, dass ich ihm nochmal die Wahl lassen kann im besten Fall, dass ich ihn vielleicht nochmal, was? prüfen kann so ein bisschen. Oder ich kann dir sagen, ich bin liberal. Also ich finde auch, dass Michael bisher liberaler gespielt hat als Chris, aber... Ihr spielt euch so ein bisschen zu, also, Ich weiß nicht, was mit Ganesha ist, aber... Spiel doch mal jemand anderem zu. Versuch mal vielleicht in eine andere Richtung. Ja eben, das wollte ich ja wissen. Ich hätte ihn jetzt halt nochmal genommen, um ihn nochmal zu prüfen. Aber ich kann eben auch... Das wollte ich ja jetzt wissen, was ihr davon haltet. Ist es sinnvoller, wen anderes zu nehmen, ne? Ja. Weil wir haben ja offensichtlich gerade aufgedeckt, dass der Pink gelogen hat bei ihm, weil... Warum sollte er als Faschist die ganze Zeit blaue Karten legen? Und, Und dann, du musst jetzt mal drüber nachdenken. Wenn er... Entschuldigung, ich rede nicht mit Faschisten. Das kann genauso gut einfach nur seine Tarnung sein, ja? Eine Tarnung, damit er uns fasst, wir haben nur noch zwei Karten bis zum Sieg. Also im besten Fall sind wir in zwei Runden fertig. In genau der gleichen Weise kann man auch sagen, dass du versuchst, mir hier was anzuprangern. Ja, ziemlich obvious sagen, vor allem. Ja? Vor allem ziemlich obvious. Weißt du, welches Spiel wir spielen, Chris? Also ich würde ganz gern wissen, er shootet so ein bisschen und denkt nach, mal gucken. Ich würde ihn da ganz gerne nochmal ein bisschen prüfen. Ob er der wirklich so liberal ist. Lups würde doch nie shooten hier. Lups ist doch der Letzte, der mir vorwerfen würde, dass er Katzenbabys ertrinkt hat. Ey, bis jetzt haben meine Spione noch nichts in diese Richtung rausgefunden. Also du bist hier golden. Als er das letzte Mal dabei war, hat er mir vorgeworfen, ich habe letzten Sommer Katzenbabys ertränkt und deswegen bin ich Faschist. Es war korrekt. Also nein, nicht das mit den Katzenbabys. Nein, aber dass du Faschist warst. Ja, dass er Faschist war, nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Du darfst nicht reden, erst wenn du die Karten abgelegt hast. Ja, du darfst nicht sagen, ich würde schon mal ablegen. Ich konnte ihm leider nicht die Wahl lassen, weil ich mal wieder drei wundervolle rote Karten gezogen habe. Du darfst. Ich weiß, wer die Faschisten sind und ich habe auch eine Vermutung, wer Hitler ist. Du darfst. Wer ist Hitler? Deiner Meinung nach? Bestimmt. Was? Wolltest du wissen? Ja, ich würde das ganz gerne hören, weil ich muss jetzt den Präsidenten weitergeben. Ich bin halt bei Ganesha noch nicht sicher, das ist es halt. Ich weiß, ich habe halt auch... Ich war zweimal bei drei Roten beteiligt. Also Michael hat mir einmal eine Rote gegeben, als er drei Rote hat, und ich habe jetzt nochmal drei Rote gezogen. Aber... Das stimmt, das ist nicht so nicht liberal. Meine Anmerkung stimmt und ich bin nicht der Faschist, sondern er... Dann könnte es auch genauso gut sein, dass er und TKW sich abgesprochen haben und er sehr wohl die Wahl hatte zwischen Blau und Rot. Nee, hat er nicht.
Also, das kann aber ich dir haben... natürlich nicht beweisen. Aber ja, das ist nur eine Behauptung von einem. Ich hatte jetzt auch. Ja, das ist richtig, aber Ben hat danach zwei blaue bekommen und das ist wieder etwas, was es sehr wahrscheinlich macht, dass davor drei rote kommen könnten. Also, ich weiß es natürlich nicht. Ich habe nur die zwei roten bekommen von Michael. Es kann natürlich sein, dass er eine blaue verschwinden lassen hat, aber rein theoretisch, so vom rechnerischen her, ist es schon möglich. Wer macht denn eigentlich die ganzen Gesetzesvorschläge? Sind immer so viele faschistische bei. Hitler. Vielleicht ist das Problem ja gar nicht bei uns, sondern eher im Parlament. So funktioniert das halt im Parlament. Da gibt es halt zwei Oppositionen und die versuchen halt ihre Sachen durchzukriegen. Ja, offensichtlich arbeiten die Faschisten viel besser. Wieso, wir haben gleich viel. Wieso, wir sind näher dran am Ziel. Ja genau, wir haben 60% zum Sieg. Ja, also aber das die Problem machen ist viel halt mehr jetzt Gesetzesvorschläge. Ja, wir haben gleich viele. Das ja, Problem, aber die haben allgemein haben sie mehr vorgeschlagen, sie haben viel mehr rote Karten. Ja, wir haben mehr Policies als wir. Ja, aber es werden ja die haben halt mehr dumme Ideen, die nicht durchgenommen werden. Die haben zum Beispiel Babys im Sommer umbringen, wir werden vielleicht nicht immer durchgenommen. Das ist schon die haben halt Babys im Sommer ein paar Sitze mehr bekommen, ja. Babys im Winter bringen ist ja viel besser. Also das ja, pst jetzt. Das Problem ist halt jetzt, sobald jetzt der Hitler Kanzler wird, ist das Spiel auch vorbei. Das bedeutet, es ist jetzt, Scheiße, stimmt. Ich muss mir jetzt genau überlegen, wem ich jetzt den Präsidenten gebe. Und... was gibt's da zu husten? Ich glaube, da hat sich einer indirekt vorgeschlagen. Also vielleicht sollten wir... Das hat er schon mal eine Vorstellung gemacht. Ja. Vielleicht sollten wir Rot wählen, weil bei Rot habe ich bis jetzt das Gefühl, er hat bis jetzt noch nicht wirklich was gemacht, keine eigene Agenda. Ja, Konsti hat ja noch. Ja, aber dann muss ich wieder zum Kanzler. Ich würde halt gern. Und dann ist wieder die Frage, wen? Ja, genau. Auf jeden Fall nicht Pink. Nicht Orange. Ja, fragen wir doch mal so, Konsti, wen würdest du zum Kanzler nehmen? Konsti, was hast du vor als Präsident in deiner Amtszeit? Jetzt noch die Aktion. Wahrscheinlich. Dich und Sapsu kann ich ja nicht. Ja, richtig. Doch, du kannst jeden nehmen. Es ist ja eine. Außerordentlich, weil doch, nicht der Kanzler, kann aber, oder? Der kann den Pinken nicht und der kann Subso nicht, weil das eine außerordentliche Wahl ist. Da gehen die Dinger hier nicht weiter. So. Ja, aber die zählen auch nichts. Man kann trotzdem die mit den Schildern wählen. Ja. Wenn wieso ja, ich habe gestern noch eine Folge Secret Hitler von Peacemeat geschaut und da haben die das nochmal nachgeschaut gehabt in den Regeln. Da war das so. Okay. Dass die keinen. Also, dass die überhaupt keinen Einfluss haben, dass man, dass die Präsident und Kanzler werden können. Ich weiß eigentlich, ich würde mich zwischen Markus und Subso entscheiden müssen. Ja, ich muss an der Stelle mich sagen, wenn ich jetzt gewählt werde durch ein faschistisches Gesetz, ich unterstütze das nicht, dass ich diese außerordentliche Wahl überhaupt annehmen kann, aber ich tue es fürs Volk. Also, mir ist es wurscht. An der Stelle auch nochmal anmerken. Mir ist es wurscht. Also, was ich sagen würde, Subso würde ich nicht nehmen, der hat mir zu liberal gespielt, der könnte Hitler sein. Das ist eben. Das ist eben das Bedenken, was ich immer habe. Dann habe ich halt so eine Chance drauf, dass sie ist und eine Chance drauf, dass es nicht ist. Ja, das gleiche Problem kann aber auch bei Ben. Und Ben war es das letzte Mal, als wir gespielt haben, zweimal hintereinander. Ja, also die aber wirklich sagen. Mal war das. Dann ist es vielleicht am sinnvollsten. Ich möchte das. Was warst du? Noch nie Hitler? Dass Ben wieder Hitler. Ja, eben. Das hast du das letzte Mal sicher auch gesagt. Darf ich dich da zitieren? Also, Ben hat eben auch relativ liberal gespielt. Dass wir mit anderen als Prise und mich als Kanzler nehmen, das kommt jetzt blöd, aber ich weiß halt, dass ich liberal bin. Also ich finde tatsächlich die Idee ganz gut, Ben als Präsident zu nehmen. Und zwar aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass Ben Kanzler wird. Ich weiß ja nicht, wer Präsident ist. Ich bin dafür, dass du Konsti wählst. Konsti finde ich ganz gut, wenn er Kanzler wird, tatsächlich. Nee, bei Konsti glaube ich, ist es besser, wenn er Präsident wird, weil wenn jetzt eine rote Karte gelegt wird, vertraue ich eher, dass Konsti jemand Guten abknallt, wenn er nicht Hitler wählt. Das stimmt, ja. Bei Ben wissen wir safe nicht, was er sein könnte, wenn er jetzt Fascho oder aber Hitler ist. Aber ich find's ehrlich gesagt safer, jemanden Kanzler werden zu lassen, der ziemlich... Es geht nicht um den Kanzler, es geht darum, wer dann schießen darf. Ich würde sagen... Ich finde aber, der Kanzler ist viel wichtiger, weil wenn der eben Hitler trifft, dann ist das Spiel auch vorbei. Und wenn geschossen werden darf, dann hat man immer noch die Chance, dass es eben der Richtige ist, der schießen darf. Ich würde sagen, wenn ich Präsident wäre, würde ich Pink erschießen und Michael wählen. Ja.
Das wäre eine verschwendete Michel Will! Warum? Du vertraust ja, weil der für mich, der hat bis jetzt nur mir blaue Karten zugeschoben. Hä? Konsti, wolltest du mich nicht auch gerade noch zum Fall stellen? Lila hat über. Also, ja, jetzt muss ich hab eine Argumentation. Ja, okay. Ich hab eine Argumentation. Bitte. Also, hier folgendes. Also, Orange hat bis jetzt fast nur blaue Karten zugeschoben, außer er hatte wirklich rechnerisch gesehen drei rote. Und hat mir bis jetzt auch nur blaue gegeben. Und er hat dann ganz halt liberal gespielt und Pink hat ohne Grund einfach gesagt, ich nehme jetzt von dem Typen, von dem wir liberal sind. Und dann hat er so halb gar so ein bisschen gestottert beim Sprechen. Und ich bin noch am... Und dann jetzt bin ich nicht mehr so liberal, so ganz scheinheilig. Deswegen glaube ich persönlich, dass du Faschist bist und meine liberalen Amtskollegen hier aus der Partei drängen möchtest. Und deswegen würde ich dich erschießen, wenn ich Präsident bin und wir drei Rote kriegen, womit wir dann kein liberales Gesetz rauskriegen würden. Aber wir haben doch gesagt, wir wollen dir nicht den Präsidenten geben, weil ihr euch sonst die ganze Zeit dort zugespielt. Das ist auch nicht dafür. Ich hab gesagt, ich möchte ihn nicht als Kanzler haben. Also ich bin ganz ehrlich dafür, gib Konsti den Präsidenten. Wäre ich nicht jetzt schon gewonnen? Was? Wenn ich Hitler wäre, hätte ich nicht schon gewonnen, weil ich bin ja gerade Kanzler. Nee, okay. Ja, siehst du. Die dritte Karte liegt. Aber ich finde die Idee, ihn zum Präsidenten zu nehmen, tatsächlich auch ganz gut. Ja, okay, aber ich meine, er hat liberal gespielt und, dann ist eben die Chance weg, dass er Hitler ist. Ja, ich glaube, deshalb würde ich ihn ganz gerne tatsächlich zum Präsidenten nehmen. Weil er gefragt hat, weil er sich gerade nicht sicher war, ob wenn er Hitler wäre, ob er nicht jetzt schon gewonnen hätte. Nee, das wäre aber nur meine Möglichkeit, um das zu proven. Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob ich dann proven wäre. Also ich nehme jetzt den Subsol zum Präsident. Ich finde das von der Auswahl, die ich so habe, noch am safesten tatsächlich. Ja, okay. Ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, bei Subsol fühle ich mich auch noch safe, wenn er schießen darf. Ja, ich nicht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Nicht eigenen Lebenswillens, sondern einfach verschwendete Kugel. Ja, wieso denn? Du hast dich... Ich bin ein Liberaler, wenn ich sterbe, kommen wir den Sieg nicht wirklich näher. Ja, aber das kann doch jeder hier am Tisch behaupten. Nur du nicht, ich weiß, dass du Faschist bist. Ja, du sagst, dass ich Faschist bin. Das könnte aber auch ein Faschist sagen. Ich weiß, dass diese Karte hier liberal zeigt. Ich habe hier einen schönen alten Mann mit Bart. Mit Bart. Ja. Mit Bart und einem Fedora, ja. Und der weißt du schon, Hitler? Dass die Karten nicht alle gleich sind? Also sie sind ein bisschen... Ja, ich weiß, kannst du es gleich herlegen? Ich weiß, dass die Karten nicht gleich sind. Ja, das ist ein bisschen... weiß nicht. Ja, aber du legst doch gleich raus und zeigst sie uns, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Ja, das ist ein bisschen... Ich weiß, meine Karte sagt liberal, ich bin liberal, er labert scheiße. Oder du nimmst mich zum Kanzler. Und ich kann ja nur aus meinem Standpunkt aus was nicht sagen, oder? Also ich finde mich tatsächlich eine sehr schöne Wahl. Ich habe bisher nur rote gemacht. Okay, warte mal. Das ist ein bisschen hartes Zuspiel. Ich weiß nicht, ich kann grün nicht so wirklich, weil, weiß nicht. Rot ist eigentlich auch ganz cool gerade mit mir. Braun weiß ich Angst, nicht. Dass er Hitler ist. Wie gesagt, Konsti würde ich schießen, war doch nicht zum Kanzler wählen. Doch, warum nicht? Wir waren uns... Du hast doch selber gesagt, ja, ich dass gesagt, bei mir dass das Schießen noch am safesten war. Ja genau, das Schießen. Ja, aber warum der Kanzler nicht? Weil du rein Hitler theoretisch Hitler sein könntest. Das schießt doch nicht safe sein, weil da würde ich ja, immer noch genau, aber lieber reinschießen. Es geht darum, jetzt misstraue ich gerade jedem außer mir selbst. Weil es jetzt darum ja, geht. Und jetzt habe ich noch mehr Angst, dass Konsti. Wenn du jeden misstraust, dann hast du keine Teamkollegen. Herr Subso, hörst du, wie Konsti versucht, jetzt hier sich das Kanzlerschild zuzuspielen? So durch so indirekte. Ja, weil ich mir bei dir nach der Aktion mit Subso nicht. Da hätte ich lieber Markus. Ich habe einen Vorschlag, ja? Wir haben einen Vorschlag. Wir können ja. Weil bei Markus ist es halt Pech. Wie wäre es, wenn ich Pink das Ding gebe? Ihm dann hoffentlich die Auswahl lassen kann. Und wenn er dann faschistisch liegt, wird er einfach erschossen. Ja, das klingt gut. Machen. Das kann man immer so klingt machen, auch, aber. Da bin ich für, Was ist, wenn er Hitler ist? Ja, genau. Ich bin was, wenn er Hitler ist? Ich hier, Junge. Das könnte jetzt bei jedem von euch sein. Ja, das ist so. Sag mal, könnt ihr nachlesen? Ich bin der Oberst von Stauffenberg. Ich bin nicht Hitler. Warte, ja, du bist immer trotzdem faschistisch. Ja? Hast du es nicht gerade gehört, als du gesagt hast, du willst ihn zum Kanzler nehmen und wenn er rot liegt, dann knallst du ihn halt ab, wie er sich, wie er dann gesagt hat, ja, los, finde ich gut, wähl mich. Ja, stimmt. Ja, der um könnte... Zu wisst ihr was, ich mache einfach den Typen, von dem ist er mir ja dann grün. Nein, nicht solche Aktionen. Nein. Also, du hast das schon gelegt. Du kannst ihn nicht zurücknehmen. Also, Moment. Nicht schon wieder sowas. Ja, ich nehme den jetzt einfach. Ja, nee, aber guck mal, Grün hat als Wackelkandidat bei mir. Braun sagt nichts, der ist mir zu still.
rot. Das stimmt. So, so wie Ben gespielt hat, ist er kein Hitler. Ja, Ben ist nicht so genau, ist kein Wackelkandidat. Nein, Ben will ich nicht nehmen, weil das war schon in der Vergangenheit so. Der war Hitler, hat nie was gesagt. Doch, Ben können wir nehmen. Nein, können wir nicht. Okay, dann machen wir. Ich bin dafür. Also wir müssen halt irgendwen nehmen. Und bei Ben, der spielt halt noch am wenigsten wie Hitler gerade tatsächlich. Ich denke, das ist einfach eine Faschistin. Markus hat noch nicht gelegt. Jetzt wurde einfach alles umgedreht, sehr gut. Markus, hast noch keine Karte gelegt. Wieso deckt er auf, wenn noch nicht jeder gewählt hat? Weil gerade alles auf dem Tisch gedreht wurde. Gut. Okay. Oh, warte mal. Ben will selbst nicht gewählt werden? Nein. Warte, waren jetzt nicht mehr Nein als Ja? Ja, natürlich. Ja, deswegen kommt nicht zustande. Kommt die Wahl nicht. Ja. Ich kann, tut mir leid, ich konnte es einfach nicht durchbringen. Okay, dann, warte mal, dann ist Ben jetzt aber safe liberal. Oder zumindest ist er nicht Hitler. Ja, er ist auf jeden Fall nicht Hitler, weil sonst hätte er auf jeden Fall Ja gewählt. Wenn er Hitler wäre, hätte der jetzt versucht, das Spiel zu Ende zu bringen. Richtig. Wenn er liberal wäre, hätte er auch versucht, es zu werden, weil er weiß... Wir sind jetzt, wir können uns aber sicher sein, dass Ben nicht Hitler ist. Auf jeden Fall, das stimmt. Nicht, wenn er denkt, dass so vielleicht Fascho ist. Aber wenn Ben sich nicht selbst als Kanzler wählen will, dann ist er zumindest nicht Hitler. Aber warum sollte Ruff jetzt den Huhn so sehr verteidigen? Ist halt mal leise. Ben, warum hast du Nein gelegt? Weil es nicht alle wollten. Okay, aha, okay. Das bestärkt auf jeden Fall meinen Gedanken, dass Ben zumindest nicht Hitler ist. Also Fascho weiß ich halt nicht, liberal, keine Ahnung. Ja genau, deswegen sage ich, er ist entweder liberal oder Fascho, aber nicht Hitler. Das glaube ich nicht. Warum denn? Wenn Ben jetzt Ja gewählt hätte... Wenn wir jetzt wieder den Ben nehmen und dann liegen auf einmal alle Ja, dann kann das immer noch sein. Und weil wir hatten schon so viele Neins. Er wird so oder so nicht und er geht damit. Ja, aber wenn er jetzt Ja gelegt hätte, wäre das Spiel vorbei, wenn er Hitler gewesen wäre. Wenn die anderen 5 jetzt dafür sind, dann kann ich nichts machen. Aber ganz so sicher wäre ich mir da nicht. Also hier, der jetzige Präsident, ich habe einen Vorschlag. Er schießt einfach den... Der er schießt, wenn du kannst. Er schießt den, der absichtlich rot gelegt hat, wenn du ihm die Wahl gelassen hast. Ja, aber was ist, wenn drei rote bekommen? Ja, dann weiß er es immer ja. Nicht. Dann weiß der Präsident ja, dass es drei rote waren. Dann muss ihn ja nicht erschießen. Ja, aber wen soll er dann erschießen? Wir sind uns noch bei keinem sicher. Weil du über den Liberalen gelogen hast. Du bist der Neue, du musst erstmal gehaced werden hier. Ja. Er war erschossen. Egal, was passiert. Im Zweifelsfall stirbst du heute. Immer was ich übrigens nicht unterstütze als Liberaler, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Nein, ich doch nicht. Ja, okay. Also Markus, Markus, wäre mal bitte nicht Hitler. Also ich hätte den Konstell als. Ja, Konstell geht klar. Konstell geht klar. Das kann ja jeder stimmen. Moment. Warte, erstmal warten, wie viele Leute. Ja, okay. Müssen noch. Also, ich glaube, Konstell ist. Zurücknehmen gibt's nicht. Ja, ich wollte auch nicht zurückbimmeln. Ich wollte nur gucken, wie viele Leute jetzt sofort gelegt hätten. Alle? Also, ich bin dagegen, ehrlich gesagt. Wieso Konstell? Wir haben alle schon gewählt, also bis auf Grün. Ja. Ja, ey, der überlegt ja gerade. Ja, aber vielleicht ist seine Stimme die es ausmacht. Nicht Hitler. Ja, okay. Ja, das ist. Okay, yeah. Gut. Ja, wurde er angenommen, ja, ne? Ja, dann hatte ich in meiner Vermutung zumindest recht. Ich habe nämlich gerade geguckt, wie viele Leute würden sofort die Karte rauslegen, weil das würde dann ein Indiz dafür sein, dass die nicht nachdenken mussten, dann wäre der Hitler. Ich hab ihn sofort rausgeworfen. ich muss in den demokratischen Prozess. Ja, hast du ja gesagt. Das wissen wir ja. Okay, gut, es war also richtig, dir zu vertrauen. Dann bist du für mich jetzt aber auch liberal. Ja, bin ich auch. Bitte missbrauch das nicht. Ja, liberal weiß ich noch nicht so. Ja gut, er hat auch sehr liberal gespielt bis jetzt. Oh, die Faschisten finden dich jetzt liberal. Ist das was Gutes? Keine Ahnung. Also ich finde es ja schön, dass das Pink wirklich massiv versucht, uns, die ja sehr liberal gespielt haben, die ganze Zeit als Faschisten zu zeichnen. Ja, ich hatte zwei rote. Ja, ich habe drei rote gehabt. Okay, dann müssen wir jetzt, wer stirbt. Ja, Markus erschießt sich selbst. Man kann sich selbst erschießen. Ja, man kann sich tatsächlich selbst erschießen. Echt jetzt? Ja. Oh. Warte. Wenn er das jetzt macht. Fall der Nachteil. Wenn er das jetzt macht, dann ist er vielleicht Faschist, weil er den Hitler, den Pinken, nicht erschießen möchte. Markus, wirklich. Vertrau mir. Warum? Er schießt orange, weil ich seine Karte gesehen habe und er Faschist ist. Und ja, aber genau. Das muss halt nicht zwangsweise stimmen. Also pink.
beginnt sich entweder pink oder orange. Pink hat nur rote Karten gebracht. Die Chance. Was? Markus, ich schwöre dir, er ist ich hab seine Karte gesehen. Pink hat nur faschistische Gesetze gebracht. Orange hat uns zwei blaue gebracht. Ich hab seine Karte nicht gesehen. Markus, du, wenn du pink oder orange schießt, ja? Hast du auf jeden Fall eine 50-50. Mir ist untergefallen. Einen Fasche zu erwischen. Na, was ist, wenn Chris trollen will? Markus, was ist, wenn er einfach gesagt hat, der ist falsch? Lass mich nochmal ein Wort an den Präsidenten. Markus, das, was die äußern, sind alles nur Vermutungen. Ich könnte zwar lügen, aber ich kann dir safe sagen, dass er Faschist ist. Aus deiner Sicht eben, natürlich. Aber du hast nicht so gespielt, dass man dir da vertrauen kann in der Richtung tatsächlich. Wie ich ja vorhin sehr gut ausgeführt habe, hat uns Orange mehr Faschisten. Liberal, das war das Wort, ich habe das liberale Gesetze gebracht. Nicht unterbrechen hier, das ist sehr faschistisch, wenn sie mir reinreden. Also, er hat uns bis jetzt zwei Liberale gebracht, während Pink uns nur Rote gebracht hat bis jetzt. Ja, weil ich auch nur Rot hasse. Ja, das ist natürlich. Also Markus, wir können ja nochmal... Du bringst mir auch nur Behauptungen. Du hast das auch... Das ist das Spiel. Du hast sehr gezögert. Du hast sehr gezögert, du hast vorher gefragt, kann ich das überhaupt sagen, kann ich lügen? Dann hast du dann sehr gezögert gesagt, er ist weniger liberal als vielleicht... Ich habe einmal gespielt ich wusste nicht, ob ich jetzt einfach offen sagen darf, dass er Faschist ist, ob das nicht irgendwie Game vielleicht. Ja, du hättest... Boah, also vielleicht. Ich kann dir halt wirklich nur sagen, ich habe eine blaue liberalen Karte auf meiner Hand und der Typ labert Scheiße. Ich sage nicht, dass er Hitler ist, aber ich sage, dass er Fascho ist, mindestens. Ich würde auch noch mal kurz was sagen, gerne. Ich sage, dass das nur die verzweifelten Worte eines Faschisten sind, der gleich erschossen werden sollte. Also das Ziel ist es ja, dass wir Hitler ausschalten wollen, tatsächlich. Richtig. Ich bin mir sicher, dass bei den beiden, Chris und Michael, auf jeden Fall ein Faschist dabei ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da ein Hitler dabei ist. Deshalb würde ich ehrlich gesagt sagen, dass wir uns nochmal bei jemand anderen Gedanken machen. Er wollte aber Kanzler werden. Um eventuell Hitler zu erwischen vielleicht. Also, dann musst du Ganesha töten. Was soll denn das jetzt? Ich weiß nicht, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe absolut nicht liberal gespielt. Hitler versuchte in der Regel liberal zu spielen. Ich weiß nicht, subst du nicht ein bisschen liberal, ja. Müsst ihr erschießen? Ja. Nee, oh, so. Alles klar. Okay, wo kommt das jetzt bitte her? Also, ich meine, du bist nicht Hitler, offensichtlich, aber... Also er spielt jetzt, also Subsu spielt sehr offensiv. Ja, er ist halt wirklich... Und auch liberal. Man darf ihn nicht unterbrechen und dann holt er keine Luft beim Reden. Ey, das ist ein guter Punkt. Dafür tue ich mich ab. Sehr offensiv trifft es ganz gut. Unterbrich mich. Aber ich hole die Luft. Ich möchte mich hier Konzi anschließen. Ich finde, Subsu wäre sicher auch eine gute Wahl für Hitler. Einfach aus dem Grund, dass ich ja weiß, dass Orange ein Faschist ist. Ja, ich würde auf jeden Fall probieren. Ja, das ist der Richtung. Ich habe aber auch Weiß durchgehend verteidigt und Rot. Also. Ja, Hauptsache gegen mich hetzen, ne? Ja, weil du ja gelogen hast! Und das war relativ offensichtlich. Du hast gegen mich gehetzt! Ich hab nicht gelogen. Hey, wenn ich kurz darf, ja, von mir kam's, weil TGW zuerst so gezögert hat und dann gesagt hat, wen anderen als Ruffian erschießen. Und das ich hab nicht gesagt, so, wen anderen als Ruffian, sondern jemand anderen als von die beiden. Wahl gewesen. Markus sich selber auch nicht. Und dann bleibt als wer andere nur noch Subsu übrig. Und für mich war das so eine Umschreibung, das stimmt direkt nicht. Auf ihn hinzudeuten. Was ist mit Ben? Da können wir uns auch nicht sicher sein. Der zweite Fascho und Subsu Hitler. Und er will halt nicht, dass sein Fascho-Kollege stirbt. Nein, absolut nicht. Du hast mir nicht richtig zugehört, Konsti. Ich habe gesagt, es ist sicherer, wenn wir nochmal uns überlegen, dass wir eventuell vielleicht Hitler erwischen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass bei den beiden ein Fascho dabei ist. Aber nicht Hitler. Okay, ich glaube nicht, dass Hitler dabei ist. Markus erschießt sich selber auch nicht. Ich hab... Wäre dumm. Vorschlag. Ich hab mich Hitler nicht erschießen, bei mir kann er Hitler nicht treffen. Ben ist für dich... war noch nie zur Debatte. Der ist einfach nicht vorgekommen in der ganzen Saison. Das ist Ben eher übrig. Auf Ben konntest du nicht hinaus wollen mit dem anderen. Wieso das denn? Wer anderes? Vielleicht wollte ich ja, dass er mich erschießt. Ich bin Plan B, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Ja. Ich habe noch ein Argument dafür, dass er eventuell doch Hitler sein könnte. Weil wir haben ja diskutiert, also ich habe ja eben diskutiert, lass uns ihn zum Kanzler machen, etc. Und wenn er rot wählt, wird er erschossen. Und da habt ihr ja gesagt, er könnte Hitler sein. Richtig? Ja, da habt ihr alle argumentiert. Richtig.
Und es kann jeder Hitler sein, hast du das schon mitbekommen. Ja, warst du das nicht, der damit angefangen hat, mit dem Erschießen? Ja, ich wollte ihn ja zum Kanzler machen, damit wir ihn prüfen können, weil wenn er rot legt, wird er erschossen. Wenn er blau gelegt hätte, wäre es gut für uns. Aber er wäre so oder so, wenn er Kanzler geworden wäre in der Runde, wäre er schon, hätte er schon gewonnen, es wäre wurscht gewesen, aber danach... Ja, und das wollte er dann plötzlich. Und das wäre ja... Um wen geht's gerade eigentlich? Ja, um Pink. Chris. Und wer wollte was? Zwischendurch. Hitler aber hat auch einfach nur Faschist als Partei, oder? Ja. Ja gut, dann könnte Orange auch genauso gut Hitler sein und Blau. Ich glaub's aber ehrlich gesagt nicht. Weil er hat dass Hitler stirbt. Und ich hab jetzt tatsächlich gerade... Ich hab noch eine Idee bekommen. Was ist, wenn Ben Fascho ist, Subso Hitler und den dritten weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn... Moment, ich habe auch eine Erklärung dafür. Okay, ich bin jetzt sehr interessiert, wie du mir das bitte reinschieben würdest. Du hast da tatsächlich gar nichts mit zu tun. Und zwar liegt das... Nein, deine Aussagen. Moment, das kam von Ben, ja? Sobald Subsu zur Wahl stand, hat Ben plötzlich angefangen, ja, dann erschießt halt mich so. Sobald du zur Wahl standest, was ist, wenn Ben Faschist ist und weiß, dass du Hitler bist, und jetzt plötzlich, sobald du zur Wahl stehst, erschossen zu werden, das nochmal gesagt hat, um nur schon mal vorzubeugen, um dich dann nochmal retten zu können. Ja, wüsste ich als Hitler nicht, dass er auch Faschist ist? Nein, weißt du nicht. Du weißt nicht, wer Faschist ist. Sehr gut. Die Faschisten wissen, wer Hitler ist. Und das weißt du ja sowieso, weil am Anfang, als wir das gesagt haben, hast du ja dann gesehen, als du dann dein Hitler... Weißt du, was mein kurzer Gedächtnis ist? Ich muss öfters nachgucken. Nee, jetzt wissen wir, dass Subso nicht Hitler ist. Also oder ich bin. Hätte er das aber, ja gewusst. Naja, außer ich mache Fulmi-Mind-Tricks. Er kann das ja auch einfach nur behaupten. Also, Ruff, das habe ich also mal zur Teilung, damit es auch wirklich fair bleibt. Ich habe diese Taktik schon mal abgefahren. Also, wer weiß. Ja, klar, in unserem ersten Spiel mit Vanni. Oh, okay. Ach, stimmt. Weil da keiner die Regeln wusste. Ja, okay. Aber hier weiß ja jeder die Regeln. Also, auf jeden Fall, warum bringe ich mich überhaupt selber in das Problem rein? Also, ja, eben, warum? Okay. Würde ein Faschist fair spielen? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Würde ein Faschist fair spielen? Ich glaube schon. Um zu behaupten, Faschisten spielen ja nicht fair. Ich bin also puf liberal. Nämlich. Und deshalb lügt Orange. Was? Okay, das finde ich geil, immer wieder so direkt auf Orange. Doch, weil ich weiß, dass er Faschist ist. Ja, wow. Okay, jetzt mal eine allgemeine Regelfrage. Wird aufgedeckt, wenn wir erschossen haben? Nein. Nein, es wird nur gefragt, ob er Hitler ist oder nicht. Ja, außer es war Hitler. Du musst nur auf die Partykarte. Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, hey, er schießt mich, dann werdet ihr sehen, was für einen Fehler ihr getan habt. Okay, passt. Das war jetzt blöd von... Nein, ich nicht. Alles klar. Warst du Hitler? Okay, dann bin ich tot. Ja. Du musst nur noch sagen, ob du Hitler warst oder nicht. Bist du Hitler? Ich bin offensichtlich tot und das Spiel geht weiter. Ja, und du musst einfach nur sagen, bist du Hitler oder nicht. Nee, dann darfst du nichts mehr sagen. Ja, ich bin jetzt leise, ich mute mich. Okay, passt. Tschüss. Alles klar, dann haben wir jetzt entweder einen Liberalen oder einen Faschisten erwischt. Ja, Markus hat das nur gemacht, damit er aufhört zu reden. Das war nur 70%. Ich hab die Argumente alle mit eingenommen und das waren nur 70%, das aufhört zu reden. Da wär, okay, also jetzt wird's witzig. Nach Ganeshas, ja, jetzt wird's interessant. Nach Ganeshas Vorschlag hätte ich da sogar wirklich fast auch gesagt, dann töte ihn halt. Echt? Du bist der Faschistenkollegen umbringen? Wieso mein Faschist? Ich bin liberal, Junge! Was bist du nicht? Junge? Ich weiß es. Ja, du kannst gern die anderen davon überzeugen, aber halt mich überzeugst du nicht nach der roten Karte, ja? Hey, Konsti. Ja? Ich halte es jetzt für eine gute Idee, Christian als Kanzler zu nehmen. Christian? Es gibt keinen Christian. Chris, ich meine Chris. Christian. Ja, weiß ich. Ich weiß es, aber ich habe es gerade vergessen. Ja, das habe ich das auch ist aber schon überlegt. 50-50 vor allem, weil meine zweite schon. Ich glaube nicht, dass er Hitler ist. Also ich glaube ihm ehrlich gesagt, ich kaufe ihm das ehrlich gesagt nicht ab, dass er da was Rotes bekommen hat. So wie er bisher gespielt hat. Ich kaufe ihm das ehrlich gesagt nicht ab. Aber so wie er spielt, würde niemals ein Hitler spielen. Oder doch? Ja. Dann wäre es ein sehr guter Hitler, dann hat er es halt gut gemacht, meinetwegen. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass er... Meinst du, dass ein Hitler niemanden als Fascho darstellen würde, oder was? Ich meine, ein Hitler fängt nicht an, sich mit jemandem anzulegen, um dann eventuell nicht mehr gewählt zu werden.
Weil das Ziel von Hitler ist es ja, der muss probieren, möglichst liberal zu bleiben, dass er auf jeden Fall irgendwann probiert, Kanzler zu werden. Aber das hat er doch versucht. Weil es gesagt wurde, wenn er eine Rote legt, dann knallen wir ihn halt ab. Hat er gesagt, ja okay, dann will mich jetzt zum Kanzler. Das hat einfach wirklich viel zu sorglos gewirkt. Dass ich nicht Hitler bin. Jetzt halt die Schnauze, ich rede. Das hat einfach viel zu sorglos geklungen dafür, dass er gleich abgeknallt werden könnte. Und wer ist die Alternative zu Chris? Wer ist sonst nicht Hitler? Ganz ehrlich, bitte knallt mich einfach ab, komm. Ja, die Alternativen sind dann entweder du, Ben oder ich. Nicht ihn. Boah, da ist mir ganz wenig Kleider. Nein. Wer ist denn deiner Meinung nach nicht Hitler von uns allen? Du natürlich, aber sonst. Wenn ich Chris nicht nehmen würde, ich trotzdem, so schwer es mir fällt, Ben nehmen, weil... Es ist immer so, Ben redet nichts, komische... zweideutige Kommentare und keiner hat irgendeine Ahnung, weißt du? Das hilft überhaupt nicht im Spiel und dann ist er entweder Hitler oder nicht, was bei ihm immer 50-50 ist. Ja. Das trägt überhaupt nicht zu irgendwas bei. Okay. Die Idee, Ben zu nehmen, finde ich tatsächlich auch okay. Allein auch schon aus dem Grund, weil er eben schon mal fast Kanzler geworden wäre, aber selber das verhindert hat. Okay, Konsti. Ja, Konsti. Da wissen wir dann schon relativ, dass es vermutlich nicht ist, oder? Konsti, ja, komm mir zu. Ich glaub's auch. Ja? Ich vertraue dir jetzt, nachdem feststeht, dass du nicht Hitler bist, ja? Das heißt für mich, du bist jetzt liberal. Ja. Das ist die Sache. Ich bin mir sogar wirklich mittlerweile sicher, dass Sub so ein Fascho war. Und dass wir gerade einen Fascho über den Tisch geschoben haben. Deinen armen Kollegen. Jetzt halt's Maul. Das ist aber die Sache. Ich weiß, dass Safe Pink entweder Fascho oder Hitler sein muss, weil der versucht mir die ganze Zeit etwas vorzuwerfen. Jetzt ist dann die Frage, Ganesha hat die ganze Zeit mit Subse zusammengespielt. Die haben, wenn Subse Präsident war, hat der Ganesha den Kanzler gegeben und andersrum. Und ja, wir waren einmal zusammen. Also ich habe ihm einmal den Kanzler gegeben. Ja, wir haben und nicht zusammengespielt. Nee. Ja, aber er hat ja doch dann den Präsidenten, nee, du hast ihm dann nochmal den Präsidenten gegeben. Und dann wollte er dich nochmal wählen. Ich sage euch jetzt, wie ich es machen werde, ja, und ich erkläre es, bevor ich das Schild hinstelle. Ja, damit keiner zum Schreien anfängt, bevor ich das erklären will, ja. Ich glaube, dass die Konstellation inzwischen so ist. Warte, ich muss noch kurz nachdenken, wie ich hatte. Ja, genau. Dass TGW und Christi Faschus sind, der Hitler und Subso liberal war. Warum? Ich glaube, dass Markus ihn noch erschossen hat. Ich glaube auch, Markus liberal ist und er ihn noch erschossen hat, weil ich ihn dann überredet hat und dann auch TGW nichts mehr dagegen hatte und dann blieb er halt übrig. Wen hast du als Hitler dargestellt? Das ging irgendwie Ben unter, da so ein Leck. Ja, Ben. Ich. Ben. Ja, ich bin ich. Und genau das meine ich, Ben. Genau deswegen bringt's nichts, weil. Nein. Und drum glaube ich auch, dass ich jetzt Ruffian nehmen werde, weil muss der dann nicht. Der andere Liberale ist. Also ich muss und sagen... Wenn das jetzt stimmt, das will ich auch noch dazu sagen, ja? Wenn das jetzt stimmt, weil das er schummelt, aber das können kann wir dann nachchecken. Also ich muss sagen, es ist wirklich eine gefährliche Wahl, die du hier machst. Ich kann dir natürlich sagen, es stimmt. Es ist jeder eine gefährliche Wahl. Ja, genau, schummelt. Deswegen. Aber... Ja. Ich glaube halt... Ja, okay. Wie ich schummel in welcher Hinsicht? Er hat vorgelesen, wie sein Liberaler ausschaut. Es ist halt safe, dass Pink ich mein, vielleicht und ich nicht in einem Team sind. Aber das glaube ich nicht. Das ist glaube ich klar. Ja, genau. Das glaube ich nicht, dass es noch im Kopf hat, wie die ausschauen. Auch wenn ich nicht weiß, Zeit... Sei du mal leise! Ja, okay, dann red du halt. Ich erkläre es gerade dem Ben. Ja, er hat es vorgelesen und ich glaube nicht, dass er es sich gemerkt hat von weiß nicht wie lang. Ja, und das ist geschummelt, weil die alle anders ausschauen. Aber... Also einfach, für mich, dass die Karte auch falsch war, oder wie? Wirfst du mir Cheating vor, oder was? Ja. Und wenn du liberal bist, dann werfe ich dir Cheating vor. Und wenn du liberal bist, sind wir im gleichen Team und ich mach's trotzdem. Okay. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt Ja wählen soll. Das ist mir sehr, ja, eine sehr gefährliche Wahl. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es ist jeder gefährlich. Aber ich weiß halt, dass das die richtige Wahl ist, deswegen werde ich Ja legen, aber... Ihr müsst halt... Okay, es geht aber... Wir müssen halt ihn wählen, es geht nicht auf meine Kappe. Wenn er jetzt Hitler ist, dann... Also... Ja. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt muss ich aber dazu sagen, Konsti, ich finde es wirklich ungerecht, dass du meinst, dass du mir Cheating vorwerfen willst, weil jede Karte sieht anders aus und ich habe mir einfach eine ausgedacht. Bam! Genau, ja, auch so finde ich es nicht okay.
ich wusste aus der Erinnerung, was es für Liberalen gab. Das ist genauso wie in TTT, wenn einer sagt, ja, buchstabier mal innocent rückwärts. Das merkt man sich irgendwann. Und dann nutzt du das, um Leute auf deine Seite zu ziehen. Das ist kein Cheating in dem Sinne. Richtig. Ich meine, zieh mal deine liberalen Karten. Ich spiel solche Spiele nicht oft, ja. Zieht mal eure liberalen Karten raus. Ich glaube, nee. Ja. Männern wahrscheinlich. Ja, genau. Ich hab deine, aber ich dachte auch, der Alte hat. Ich hab die Karte von dir und die von Pink zusammen kombiniert. Ich hab halt gesagt, ein etwas älterer Herr mit einem Fedora und halt einer Brille. Und das war halt das, was ich noch in der Erinnerung hatte. Ja, aber auch so finde ich es ein bisschen einfach unfair, weil du Informationen, die nur du haben kannst, dazu ziehen würdest. Es ist einfach so, als. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich finde es einfach nicht gerecht, wenn man das vorliest. Wie, wenn man vorliest? Ja, wenn du vorliest, was auf der Karte zu sehen ist. Ja, auch wenn es nicht deine ist. Das ist doch genauso wie es ist immer einfach. Weißt du, wenn es eine echte politische Diskussion wäre, ja, mit richtigen Parteien, ja, würde das nicht gehen und deswegen stört mir das einfach das Spiel. Ja, würde nicht gehen. Dann lass das dem einfach keine Auswirkungen, wenn du irgendwelche Entscheidungen triffst. Das ist halt, damals hat jeder gesagt. Ja, aber das geht ja nicht. Wenn man gesagt ist, dann habe ich das im Kopf. Wieso geht das nicht? Das ist halt, ich möchte euch etwas sagen, ich habe es gesagt. Sorry, dass ich dich gekillt habe. Ja, das ist gut, Markus. Okay. Und ich glaube, ja, Entschuldigung für mich, Blau. Ich fand's auch super, wie du den Chris da so reingezogen hast, weil ich habe schon fast gedacht, das war's jetzt, als der Chris dann den Hitler direkt am Anfang confirmed hat. Aber dann hat der wundervoll liebe Blaue. Ja, nein, meine liebe Kollegen, hat so richtig krass gegen Chris geschossen Chris, und dadurch konnte man das dann nochmal retten. Regel, wenn du halt eine Karte von jemandem begutachtest, kannst du halt sofort sagen, was er ist. Du darfst sie nur nicht zeigen. Das ist wichtig. Das heißt, du hättest mal eine Karte nehmen können und sagen, alles klar, er ist Fascho und dann schon beim Zurückgeben halt. Weil ja, so wie du halt gesagt hast, so offen darf. Ja genau, du hast halt dann noch gefragt, ob du das sagen kannst. Und dann hast du halt trotzdem immer noch so ziemlich neutral gesagt, er ist nicht so liberal, wie ihr vielleicht denkt. Das war aber nicht wirklich eine Anschuldigung, weil du hast es recht neutral gesagt. Und ja, es kommt mir irgendwie ein bisschen. Nein, es war genau zu erkennen, was er sagt. Ja, eben. Weil ich wollte jetzt nicht einfach so raushauen, so ja, ein Faschist. Das kommt mir dann, ich weiß es nicht, so richtig vor in dem Spiel. Ja. Ja, das Chris hat da schon richtig gemacht, stimmt schon. Und ich fand's halt wundervoll von Subso, dass er ihn dann so schön da reingeritten hat. Das hat ja schon mal so ein bisschen rumgeredet. Ich würde jetzt erstmal die Meinung von anderen einholen. Glaubt ihr, ich habe gecheatet? Ja, ich finde das. Indem schon ich okay gesagt habe, ich habe eine liberale Karte auf der Hand. Nein, ich fand mir scheiße vom Blau, dass er nicht glaubt. Mir dann irgendwas ausgedacht. Weil wenn das als Cheating gilt, dann machen wir das halt nicht mehr. Aber wenn ja, das in Ordnung geht, können wir ja sagen, dass wir es einfach nicht mehr machen. Aber ich würde sowas, so eine Aussage sowieso nicht in irgendeiner Weise, ja, wenn es darum geht, wen zu wählen, überhaupt beachten. Ich würde das einfach rechts liegen lassen. Aber wenn er sagt, er hätte sich jetzt dadurch da hier beeinflussen lassen, weiß nicht. Ich möchte also dazu sagen, ich. Ja, weil ich wusste nicht, wie viele Spiele. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass er nicht viel mehr als ich das spielt. Auch nur so, wenn gerade genug Leute da sind. Und darum habe ich mir gedacht, das kann ich. Ich hätte mich auch nicht daran erinnert. Ich wusste, dass es eine Frau gibt. Das war's. Ich habe bei mir nachgeschaut, wie viel ich weiß. Und davon messe ich halt dann meistens. Wir können ja einfach machen, dass wir es ab jetzt einfach nicht mehr tun. Weiß nicht. Können wir ja so als Regel anfangen. Okay. Man kann halt immer noch sagen, man hat eine liberale Karte, weil anders geht das nicht, aber man beschreibt ja, dann einfach. Na, das ist mehr. Ja okay. Dass man sagt, man ist liberal. Natürlich. Aber du musst dazu sagen, Konsti, wenn es jetzt nochmal passieren würde, würdest du nicht mehr drauf reinfallen. Kann ich dir ehrlich nicht versprechen. Ja, okay. Dann musst es du ein ist, paar Mal öfter ins Feuer greifen. Nein, darum geht's mir nicht. Es ist einfach dann so. Jetzt interessiert mich noch, hast du wirklich am Anfang drei rote gehoben? Ja, hab ich. Ich wollte auch Ganesha wählen, weil ich nicht wusste, ob er Faschist ist oder liberal und dachte mir halt, alles klar, gebe ich dem erstmal eine Auswahl, wenn er weiß, dass ich Hitler bin, legt er ganz bestimmt eine rote. Ja, fuck, wollte ich bei Ben drei auch rote. Machen. Und ich sitze hier erst einmal, weißt du, so, fuck, das kann jetzt doch nicht wahr sein. Haben eigentlich meine Anspielungen, haben die dir weitergeholfen?
Naja, ich wusste dann halt irgendwann, schon nach den drei Roten, du hast halt nicht gegen mich geshootet, das hast du sonst nie gemacht, dann wusste ich schon, du bist Faschist. Aber ich dachte, ohne Scheiß, weil du und Subse so zusammengespielt habt, dass Subse der zweite Faschist wäre. Ben, ja, was ich hab mir tatsächlich gedacht, dass Subso von dir als Faschist weil Subso hat sehr faschistisch gespielt, diese Runde. Entschuldigung, das kann vielleicht wirklich daran liegen, dass ich generell politisch so bin. Nicht Faschist, aber halt aggressiv. Und ich denke irgendwann so, der spielt zu liberal. Ich so, okay, fuck it. Jetzt kann Hitler gewählt werden und gewinnt dann das Spiel. Subso das erste Mal sagt, alles klar, wir wählen Ruff. Ja, und vor allem Subso hat voll auf der Seite von Michael gestanden. So. Das hat auch so voll so gewirkt. Er hat mir eine blaue Karte gegeben. Als würdest du dich ihm zu erkennen geben wollen. Die Karte von ihm angeguckt hat. Dann habe ich mir gedacht, alles klar, da ist mein zweiter Fascho, Junge. Ja, dachte ich mir auch. Das Problem war halt einfach, du hast halt das so vage und so sanft ausgedrückt, dachte ich mir so, okay, der wollte erst sagen, ich bin liberal. Ich wollte raushauen, dass der Fascho ist. Ja, aber das war so barschig. Ich wollte das umschreiben, damit es schöner klingt. Ich fand es nicht so okay, wie er es gesagt hat. Denk es, Fascho! Also ich muss sagen, Subso war eine sehr große Bereicherung für das faschistische Spiel. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass der liberal ist, ne? Ja, dann wurde ich trotzdem erschossen, das ist doch blöd. Weil ich denen das gesagt habe, dass sie das machen sollen. Ja, hallo, ich hätte mir vorhin Zukunft im faschistischen Deutschland aufbauen können. Ich hab ja gemerkt, wie gut ich da geholfen habe. Wir wollen aber keine Liberalen bei uns haben, ja? Ich hab gedacht, ja, offensichtlich war ich ja nicht liberal, ne? Ja, du hast als liberaler faschistisch gespielt. Ich wollte jetzt einen Faschistenkumpel opfern, einfach nur um den Hitler zu proven. Ja, hätte ich auch fast mit Ben gemacht, tatsächlich. Deshalb habe ich den auch so ein bisschen zur Sprache gebracht. Ben, ohne Scheiß, hör auf, einfach nichts zu sagen. Ja. Das ist langweilig. Ja, was soll ich sagen? Du musst irgendwie probieren, dich dem Faschisten zu erkennen zu geben und du musst probieren, die Liberalen zum Faschisten werden zu lassen. Du willst alle anderen machen. Könnt ihr bitte aufhören, die Sachen durch die Gegend zu werfen? Also ich würde sagen, ich beende jetzt hier einmal kurz die Folge und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.